Guten Morgen zusammen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, Montagmorgen im Nebling Zürich zur Regelungstechnik 1 Vorlesung. Die Vorlesung wird sich drehen heute um Regelentwurf im Frequenzbereich, wie der Titel sagt. Letzte Woche haben wir uns ein bisschen angeschaut, Regelentwurf im Zeitbereich und wie wir an den PED-Schrauben drehen können, um eine bestimmte Regelgüte zu erreichen. Aber PED-Regler wurden wirklich erfunden, um im Frequenzbereich zu arbeiten, nicht im Zeitbereich. Wie Sie gesehen haben, im Zeitbereich, die Einstellungen sind sehr heuristisch, es gibt keine guten Regeln. Wenn im Frequenzbereich kann man viele dieser Sachen sehr, sehr präzise machen. Deswegen schauen wir uns heute den Regeldesign im Frequenzbereich an. Ich habe das Buch eingehend studiert, die Lecture Notes, sowie auch die Slides, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, wir machen es neu. An der Tafel. Grund ist, es findet sich zwar alles, was ich gerne euch erzählen würde, im Buch und auch in den Notes, aber an 20 verschiedenen Stellen und man müsste das alles wirklich einmal zusammentragen. Es ist nirgends zu finden an einer Stelle, was sind die Design Objectives, was sind die Specs, was ist die Regelgüte und so weiter. Deswegen würde ich gerne die erste Hälfte der Vorlesung da verwenden, um uns anzusehen, was sind denn eigentlich Design-Spezifikationen im Frequenzbereich. Wie muss denn ein Open-Loop-Plot ausschauen, wie muss ein Frequenzgang ausschauen, wie muss die T-Funktion ausschauen, wie muss die S-Funktion ausschauen und wie kann ich diverse Design-Spezifikationen in diese Funktion einbauen. Das möchte ich zuerst an der Tafel diskutieren. Sie finden alles auch irgendwo im Buch, nur nicht an einer Stelle. Okay? Für all diejenigen, die das wahrscheinlich jetzt gerade oder später zu Hause anhören und nur das sehen, es tut mir leid, der Rest ist an der Tafel, besorgen Sie es bitte von Ihren Kollegen. Also, dann möchte ich anfangen mit der Regelgüte des geschlossenen Kreises, wie es beschrieben wird im Frequenzbereich. Wir werden uns den Standard Feedback Loop anschauen mit G und K und diversen Störengängen und überlegen uns, welche Übertragungsfunktionen sollen wie ausschauen, um möglichst gut Performance zu kriegen, als auch Stör- und Rauschunterdrückung. Okay? Also Setup ist Standard. Wir haben ein K, unser Regler. Wir haben ein G, unsere Strecke. Ich möchte aber nicht einfach nur den Regler mit der Strecke verbinden. Ich hätte auch gerne die Möglichkeit einer Störung hier, die zum Beispiel modellieren kann, dass der Aktuator nicht perfekt modelliert ist, dass die Strecke nicht perfekt modelliert ist, wie auch eine Störung am Ausgang der Strecke, die auch wieder modellieren kann, Ungenauigkeiten in der Strecke oder auch Rauschen und Ähnliches. Sprich, wir werden uns diese Fehler hier anschauen. Hier ist mein Regeleingang U. Ich nenne diese Störungen einfach mal D2 und D1. Mein Feedback ist hier. Meine Referenz geht ins K rein. Und es ist oftmals so, dass das Feedback selbst ist ja kein analoger Loop. Das ist ja auch mit diversen Kommunikationen beinhaltet. Entweder Wire-Kommunikation, Wireless oder sonst was. Sprich, das, was Sie sehr schön immer modellieren als einfach ein Pfeil, da gibt es ein ganzes Fachgebiet, das sich mit diesem Pfeil beschäftigt. Das nennt sich Information Theory und Kommunikationstheorie. Und da kann man natürlich auch allerhand Modellierung reinpacken. Ich möchte einfach nur mal ein Rauschen modellieren. Sprich, die Kommunikation zwischen dem Sensor und dem Regler ist nicht perfekt, sondern mit einem Rauschen aufgeschaltet. Okay? Also der Unterschied zum Standardregelkreis, den Sie bisher gesehen haben, wir haben Störungen im Eingang, Störungen im Ausgang und Rauschen. Diese drei Effekte. Die Standardübertragungsfunktion, die wir uns anschauen, sind die Sensitivität und die komplementäre Sensitivität. Ich würde es nur gern kurz wiederholen, dass wir alle an dieselben Funktionen denken. Also wir haben einerseits S, was im SISO-Fall einfach 1 über 1 plus GK ist. Und die komplementäre Sensitivität, die ist GK mal S, was in dem Fall GK über 1 plus GK ist.
stellt sich heraus, mit diesen zwei Funktionen können wir im Prinzip alles ausdrücken, was wir jemals über diesen Regelkreis wissen wollen. Natürlich, kurz zur Wiederholung, wir können diese Funktion nicht irgendwie designen. Es gibt da diverse Constraints. Das allereinfachste Constraint ist das sogenannte Fundamental Dilemma of Control Theory. Und das ist einfach nur, dass S und T sich zu 1 addieren muss. Okay. Der Name ist ein bisschen dramatisch, aber es sagt wirklich aus, wir können S und T nicht separat designen. Fundamental Dilemma, S plus T ist 1. Okay. Dann schauen wir uns mal ein paar Übertragungsfunktionen im geschlossenen Kreis an. Ich könnte jetzt im Prinzip jede Übertragungsfunktion von jedem Signal auf jedes hinschreiben. Das spare ich mir. Ich schaue mir nur die zwei, sagen wir mal, wichtigsten an, die ich jetzt persönlich als wichtigste erachte in dem Fall. Und das ist einerseits dieser Ausgang Z hier, unser Performance-Output, den wir gerne regeln wollen. Wie verhält sich der als Funktion all dieser Eingänge, als Funktion der Referenz, als Funktion des Rauschens und als Funktion der Störungen, die wir hier modellieren? Ich werde die Formel nicht herleiten. Man kann sie so leicht herleiten, indem man einfach die algebraischen Gleichungen aufstellt im Frequenzbereich. Im Prinzip kann ich jetzt Z in Relation setzen mit allen anderen Signalen. Die erste Formel kennen Sie schon, Z ist T mal R. Aber da gibt es natürlich noch diverses weiteres. Minus T mal Eta, sprich Eta, reagiert auf Z, genauso wie die Referenz. Ja, ist offensichtlich, weil R und Eta einfach mit Minuszeichen verbunden sind. Macht also Sinn. Wie reagiert der Ausgang auf die diversen Störungen? Das über die Sensitivität, S mal D1 plus SG mal D2. Eine weitere Signal, das mir gerne anschauen würde, ist der Regelfehler. Weil im Endeffekt würden wir gerne dieses Signal regulieren. E, R minus Z. Okay. Wir wollen, dass der Regelfehler gegen 0 geht. Idealerweise wollen auch, dass es, sagen wir mal, sehr schön gegen 0 geht, ohne Überschwingen, sehr schnell und ohne bleibende Regelabweichung. Schauen wir uns das Signal mal an. Das stellt sich heraus, dass es S mal R plus T mal Eta minus die Sensitivität mal D1 plus Sensitivität mal Strecke G D2. Ich möchte mich jetzt nur auf die zwei konzentrieren, man könnte es noch beliebig viele andere Übertragungsfunktionen aufstellen. Warum schaue ich mir die an? Diese Übertragungsfunktionen des geschlossenen Kreises geben mir an, welche Signale welchen Einfluss haben, insbesondere welche Übertragungsfunktionen idealerweise möglichst klein sein sollen. Nur als Beispiel, ich hätte gern, dass der Fehler in der Regelabweichung möglichst klein ist. Das würde ich sagen, dann nehmen wir S0, nehmen wir T0, nehmen wir S0, nehmen wir S0. Okay? Nur, also man könnte das jetzt so herleiten, das machen wir natürlich nicht. Aber es gibt mir wirklich an, welche Signale für welche Übertragungsfunktionen, welche Signale klein sein sollen. Das werden wir gleich ein bisschen genau machen. Ich schreibe das nur mal in Prosa hin. Es gibt mir an, welche Übertragungsfunktionen in Anführungszeichen klein sein sollen. Okay. Machen wir dieses klein sein sollen mal ein bisschen mathematisch präziser. Fragen wir uns, was heißt es, klein sein sollen. Zum Beispiel, nehmen wir an, wir wollen Tracking. Unser Regelziel ist Tracking, sprich wir wollen, dass idealerweise Z gleich R ist. Das ist unser schönes, sagen wir mal, Bild von einem physikalischen Prozess mit einem Regler. Wir geben was rein, am Ausgang kommt was raus, idealerweise sofort, ohne Delay, ohne Überspringen und alles. Funktioniert natürlich nicht. Es funktioniert nur, wenn man Regel hat. Das heißt, unser Ziel sollte ein Tracking sein. Naja, idealerweise wollten wir gern haben, dass Z gleich R ist. Idealerweise. Das würde sagen,
Naja, dann wählen wir doch bitte mal t gleich ungefähr 1. Mal z gleich r. Könnte man sich so vorstellen. Wir wollen aber auch, können auch sagen, Tracking ist äquivalent zu sagen, wir wollen, dass der Regelfehler e gleich 0 ist. Naja, e gleich 0 würde heißen, wir sollten bitte wählen unser s sehr, sehr klein, unser t sehr, sehr klein und sg sehr, sehr klein. Okay? Also wir wollen, dass s, t, sg sehr, sehr klein ist. Okay? Könnte man sich jetzt so herleiten. Nehmen wir mal ein anderes Performance Objective, zum Beispiel Störunterdrückung. Sprich, wir wollen, dass die Störungen, das Rauschen und die ummodellierten D1, D2 hier möglichst wenig Einfluss auf das System haben. Störunterdrückung würde also heißen, zum Beispiel all diese Signale, D1, D2 und Eta, sollen möglichst keinen Einfluss auf die Regelabweichung haben. Gut, das würde das Performance-Spezifikation haben, S, T und S, G sollte bitte auch alles kleiner als 1 sein. Und Sie sehen schon, ich könnte jetzt hier so weitermachen, was passiert? Ich kann natürlich unmöglich all diese Spezifikationen auf einmal erfüllen. Ich kann nicht sagen, S soll gleichzeitig klein sein und T soll auch gleichzeitig klein sein, weil S plus T 1 ergibt. Ich kann auch nicht sagen, T soll ungefähr 1 sein für möglichst gutes Tracking, sodass Z ungefähr R ist, aber gleichzeitig hätte ich gern T sehr, sehr klein. Warum? Weil dann das Rauschen einen sehr kleinen Effekt hat. Okay? Man kann unmöglich all diese Objectives auf einmal erfüllen. Das heißt, man muss einen Kompromiss finden, eventuell. Okay. Also unsere, sagen wir, First Order Conclusion ist, nicht all diese Bedingungen können gleichzeitig erfüllt werden. Komma. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich möchte mit einer provokativen Frage weitermachen. Oder doch? Vielleicht kann ich ja doch all diese Bedingungen gleichzeitig erfüllen. Schauen wir uns nochmal die Übertragungsfunktion an. Nehmen wir nur mal das Beispiel von T. Wir wollen, dass T ungefähr 1 ist, dass wir gutes Tracking haben, dass Z ungefähr R ist. Aber gleichzeitig wollen wir, dass T sehr klein ist, damit das Eta keinen Einfluss auf den Regelfehler hat. Kann ich eventuell beide Spezifikationen gleichzeitig erfüllen? Hat irgendwer irgendwelche Ideen? Schauen wir uns mal die Signale an. Was sind denn typische Referenzen? Typische Referenzen, die ich für ein System gebe, ist ein Schritt, eine Rampe, vielleicht ein Sinus, diese Art von Signalen. Was ist Rauschen? Rauschen ist hohe Frequenz, High Frequency Noise. Ja, weißes Rauschen, alle Frequenzen. Typischerweise auch Störungen, die wir modellieren, sind oftmals, sagen wir mal, wirklich konstante Störungen, wie zum Beispiel der Widerstand, den wir nicht modellieren bei einer Cruise Control, den wir auch als Schritteingang nehmen können. Mit anderen Worten, all diese Signale leben in verschiedenen Frequenzbereichen. Und die Kunst ist zu sagen, naja, vielleicht sollte der T ungefähr 1 sein für kleine Frequenzen, sprich für Sprünge oder Rampen, Schritte. Und T soll möglichst klein sein für hohe Frequenzen, weil Rauschen in hohen Frequenzen lebt. Okay? Also ich kann doch all diese Spezifikationen gleichzeitig erfüllen, wenn ich in verschiedenen Frequenzbereichen arbeite. Lasst mich mal das kurz aufschreiben. Okay? Also die Rettung unseres Dilemmas. Ist wie folgt. Die Signale
leben in verschiedenen Frequenzbereichen. Frequenzbereichen. Nur als Beispiel für das T wiederum. Das Rauschen Eta ist hochfrequent. Die Referenz R und die Störungen D1, D2 sind niedrigfrequent. Okay. Ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, ob das Wort frequent das im Deutschen gibt. Das ist meine Verdeutschisierung des englischen Worts. Nehmen wir mal an, das gibt es. Ist es allen klar? Die Signale, die wir anschauen, leben in verschiedenen Frequenzbereichen. Und deswegen können wir auch sagen, zum Beispiel bitte T für hohe Frequenzen sei klein, T für niedrige Frequenzen sei bitte ungefähr gleich 1. Okay. Also, für hohe Frequenzen hätten wir bitte gerne T soll sein viel größer, soll T bitte klein sein, Entschuldigung, um Rauschen zu unterdrücken. Und für niedrige Frequenzen hätten wir bitte gern, dass T ungefähr gleich 1 ist. Soweit zum T. Ja. Oh, Entschuldigung, claro. Den brauchen wir erst in der zweiten Hälfte. Okay. Fragen hierzu, soweit. Okay. Unser Ziel wird es sein, diese Art von Spezifikation, die wir jetzt auf das T setzen, auf die Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises, eventuell nachher zurückzumappen auf die Übertragungsfunktion des offenen Kreises, auf GK. Weil, wie Sie wissen, wir haben den Bode-Plot, den Nyquist-Plot und so weiter, Phase-Gain-Margins, alle innerhalb von GK, Funktion des offenen Kreises, spezifiziert. Aber bleiben wir erstmal bei T und S. Schauen wir uns mal das S an. Was wäre eine Spezifikation für das S? Wie Sie sehen, das S sagt uns an, naja, die Sensitivität gegenüber Störungen, als auch die bleibende Regelabweichung als Funktion der Referenz. Schauen wir uns mal die bleibende Regelabweichung an, sprich, wie verhält sich der Regelfehler, wenn t gegen unendlich geht? Und schauen wir uns die bleibende Regelabweichung mal an für den speziellen Fall eines Step-Inputs. Das heißt, wenn der Eingang R im Frequenzbereich R von S die Form hat, eine Konstante R mal 1 über S, sprich einfach ein Sprung von Höhe R. Wie schaut dann die bleibende Regelabweichung aus? Tun wir mal all die anderen Signale ausblenden und sagen, wenn t gegen unendlich geht, sind diese inaktiv. Das heißt, wir haben Limit t gegen unendlich, e von t. Wie berechnen wir das? Wir benutzen das Final Value Theorem der Laplace-Transformation. Ich glaube, auf Deutsch nennt sich das der Endwertsatz oder irgendwie so ähnlich. Sprich, das Theorem, das das Limit im Zeitbereich und dem Limit im Frequenzbereich in Verbindung setzt. Das wäre in dem Fall das Limit,
wenn s gegen 0 geht, von s mal e von s. Das ist der Endwertsatz. Sollten Sie höchstwahrscheinlich Signalsysteme 1, 2 gehabt haben. Wenn nicht, schauen Sie es besser nach. Okay, e von s können wir sehr bequem ausdrücken über diese Übertragungsfunktion. E von s ist s von s mal r von s. Sprich, das ist das Limit von s gegen 0 von in dem Fall s mal s von s mal r von s. Schreiben wir das mal, wie die Konvention befehlt, im Laplace-Bereich die Signale groß mit Capital Letters. Das r von s ist ja unser r mal 1 über s, sein Schritteingang. Sprich, das ist einfach nur das Limit s geht gegen 0 von s, was hier s von 0 ist. Und s von 0 soll bitte 0 sein. Für den Fall, dass wir keine bleibende Regelabweichung haben wollen. Okay? Also keine bleibende Regelabweichung. Heißt, dass s an der Stelle 0 gleich 0 sein soll. Und Sie sehen vielleicht jetzt ein paar Formeln an der Tafel zusammenkommen. Wir haben s an der Stelle 0 für kleine Frequenzen, soll möglichst klein sein, zum Beispiel 0. Wir wollen, dass für niedrige Frequenzen t ungefähr 1 sein soll, was hier wunderbar zusammenpasst mit unserem Fundamental Dilemma of Control. Sprich, für niedrige Frequenzen wollen wir bitte, dass t 1 ist und s 0, was wir erfüllen können. Mit anderen Worten, was ist das? Welche Übertragungsfunktion geht gegen 0, wenn s gegen 0 geht? Der Integrator, 1 über s. Okay? Mit anderen Worten, wenn Sie keine bleibende Regelabweichung haben wollen, dann ist besser ein Integrator im System. Integrator 1 über s geht gegen 0, wenn s gegen 0 geht. Okay? Entschuldigung. Ja. Stimmt vollkommen, ja. Angenommen, ich habe eine Störung und ich habe kein Modell für die Störung und die Störung kann machen, was sie will, dann werde ich niemals eine Null-Regelabweichung erreichen. Angenommen, ich habe ein Modell für die Störung, zum Beispiel die Störung tut sich auch verhalten, zum Beispiel ein Schritt oder eine andere Funktion, dann könnte ich das mit einrechnen. Aber jetzt haben Sie vollkommen recht, ich blende hier die anderen Effekte aus. Ja. Vollkommen richtig. Das war ein Denkfehler von mir, ja. Sie haben recht. Sie brauchen nicht ein 1 über S, sondern ein S. Ja, Entschuldigung. Okay, die Idee, die wir jetzt von diesen zwei Überlegungen kriegen, schaut wie folgt aus. Wir haben unser Bode-Diagramm mit Frequenz und Sensibilität und komplementäre Sensibilität. Wir hätten gern, dass S sich ungefähr so verhält. Das ist unser S. Und wir hätten gern, dass unser T sich dann ungefähr so verhält. Okay? Wobei hier haben wir ungefähr das T gleich 1 für niedrige Frequenzen, weil wir dann gutes Tracking erreichen. Für hohe Frequenzen soll T sehr klein sein, zwecks der Rauschunterdrückung. Und das S an der Stelle 0 soll möglichst klein sein, wegen der bleibenden Regelabweichung. Ja? Ich wollte noch kurz an die Frage anknüpfen mit dem Integrator. Und zwar irgendwie bei Professor Moari haben wir ja gesehen, dass wir einen PI-Regler haben, wo ein Integrator dabei ist, dass der Fehler schon gegen 0 geht. Mhm. Aber das wäre jetzt in dem Fall, würde das ja nicht funktionieren. Wie kann man das, dieses Problem jetzt irgendwie
Nee, weil man weiß schon, dass ein Integrator in dem Regelkreis schon definiert gegen 0 geht. Mhm. Aber S gegen 0 macht ja irgendwie Sinn. Sie haben hier das S als Funktion des geschlossenen Kreises. Sprich, der Integrator würde hier mit einem 1 über S hier unten stehen oder mit einem S hier oben. Also es stimmt schon mit dem Integrator. Ich habe nur einen Schritt ausgelassen. Ein 1 über S im K ist im Übertragungsfunktion ein S hier oben. Okay? Deswegen kommt das. Okay. Grob geklärt? Okay. Angenommen, wir würden die Regel designen, sodass wir den geschlossenen Kreis designen, das T und das S, könnten wir all diese Spezifikationen einarbeiten in T und in S. Wenn Sie Regelsysteme 2 hören, werden Sie auch so Regler designen. Sie denken sich, was ist das optimale T, was ist das optimale S und schreiben dann hin ein Optimierungsproblem. Bitte, mein lieber Regler, design mir bitte dieses T oder dieses S. Okay? Und das gibt man einen Computer, der spuckt hoffentlich eine Antwort raus, nicht immer. Aber deswegen braucht man noch ein bisschen Theorie dazu. Es gibt noch eine Größe, die ich gerne einführen würde im geschlossenen Kreis, und das ist die Bandbreite. Haben Sie schon die Bandbreite definiert bei Professor Marari oder in anderen Vorlesungen? Dann tun wir sie schnell definieren. Die Bandbreite ist der Punkt, wo wir minus 3 dB überschreiten mit der komplementären Sensitivität. Das hier ist Omega B. Also die Bandbreite Omega B ist Frequenz bei der T von J Omega B der Betrag minus 3 dB ist. Okay. Sprich, der Punkt, wo die komplementäre Sensibilität abnimmt, mit anderen Worten, der Punkt, in dem unsere Regelung hier nicht mehr effektiv ist, weil irgendwann T sehr, sehr klein wird. Okay, also die Bandbreite kann man grob abstrahieren als sagen wir mal, das Frequenzband, in dem die Regel effektiv ist. Okay, warum minus 3 dB? Ich hätte jetzt irgendeine Schranke hinschreiben können, sagen, das ist jetzt meine Frequenz, bei der ich sage, der Regler ist nicht mehr effektiv. Ja? Genau. Minus 3 dB ist nämlich genau die folgende Zahl. Das ist 20 mal der 10er Logarithmus von 1 über Wurzel 2. Sie können sich vorstellen, Sie haben zwei Signale. Die Leistung der zwei Signale ist Signal 1 Quadrat über Signal 2 Quadrat. Angenommen, das Verhältnis dieser beiden Signale ist 1 zu 2. Dann hat das Signal diese Stärke, nämlich 1 über Wurzel 2, wenn Sie die Wurzel nehmen, und das ist die minus 3 dB Grenze. Mit anderen Worten, die kommt aus irgendwann 1920 Jahren, Radiotechnologie, als sich die Leute überlegt haben, wann wird denn die Leistung eines Signals halbiert. Und Sie konnten sich ausrechnen, das ist, wenn das Signal minus 3 dB unterschreitet. Man hätte aber auch irgendeine andere Grenze nehmen können. Ungefähr zum Beispiel 1. Das ist historisch bedingt. Okay. Das wären jetzt die Spezifikationen an den offenen Kreis. An den geschlossenen Kreis. Gibt es hierzu Fragen? Dann werden wir uns jetzt den offenen Kreis anschauen, G mal K. Der Grund ist, all die Tools, die wir bisher sagen wir mal, entwickelt haben, Nyquist, Bode, Smallgain und so weiter, sind alle Funktionen des offenen Kreises, Funktionen von G mal K. Wir haben sie nicht ausgedrückt als Funktion von T oder S. Einfach weil das Mapping von G, K in T und S
wesentlich komplizierter ist. Okay? Und überlegen wir uns mal, wie würden diese Sachen im offenen Kreis aussehen. Also, was sind die Anforderungen an den offenen Kreis? Okay. Und zuerst möchte ich mal diese Dinge, die wir im geschlossenen Kreis rausgeführt haben, die Regelgüte in den offenen übersetzen. Okay. Also Anforderung Nummer 1 ist die Regelgüte und die sagt uns aus, für kleine Frequenzen hätten wir gerne, dass S sehr klein ist, wie auf diesem Bild hier. S soll möglichst klein sein, zwecks der bleibenden Regelabweichung, zwecks der Sensitivität, und T soll ungefähr 1 sein. Okay? Da S ja 1 über 1 plus GK ist, heißt S kleiner 1, in dem Fall ja, dass GK sehr groß sein soll. Sprich, ich hätte in dem Fall gerne, dass GK viel, viel größer als 1. Okay. Kurz ein kleiner Remark. Das sind also Betragsfunktionen, also sprich komplexe Zahlen, die ich hinschreibe. Wenn ich schreibe größer gleich 1, heißt das, der Betrag soll größer gleich 1 sein. Ja, ich schreibe das nicht an die Tafel, damit die Notation nicht zu voll wird. Aber eine komplexe Zahl größer 1 macht keinen Sinn. Ich sage, der Betrag soll größer sein als 1. Für niedrige Frequenzen, also für hohe Frequenzen, hätte ich gern, dass mein T sehr klein ist, sagst du der Rauschunterdrückung. T sehr klein heißt in dem Fall, schauen wir uns nochmal das T an, T ist GK über 1 plus BK, das heißt T sehr klein heißt, dass GK sehr klein sein soll. Das wäre, sagen wir, in a nutshell diese Anforderung ausgedrückt in das Funktion des offenen Kreises G mal K. Aber das sind nur die Regelgüte. Wir möchten ja nebenbei noch wichtiger auch haben, nominelle Stabilität. Das System soll stabil sein. Und die kriegen wir im offenen Kreis als Funktion, zum Beispiel das Nyquist-Diagramm, über den Bode-Plot, über Small Gains. Wir haben da diverse Tools kennengelernt. Okay? Ich werde die jetzt nicht wiederholen, ich schreibe sie nur nochmal hin. Das Bode, Nyquist, Small Gain und so weiter. Aber das sind alles Tools, die einem erlauben, aus dem offenen Kreis heraus zu berechnen, ob der geschlossene Kreis stabil ist. Die dritte Anforderung an den offenen Kreis, wir haben Regelgüte, nominelle Stabilität, ist Robustheit. Okay? Der offene Kreis soll stabil sein, selbst dann, wenn wir Störungen haben, die Strecke nicht perfekt modelliert ist, Time Delays und so weiter. Und die haben wir ausgedrückt, diese Robustheit, über die Gain- und Phase-Margins, Amplituden- und Phasenreserve. Okay? Also das ist die robuste Stabilität, die wir bekommen aus der Amplitudenreserve AR und der Phasenreserve PR. Ich schreibe das jetzt nicht aus, in dem Fall.
Okay? Sprich, wenn wir einen Regler designen im Frequenzbereich, sind das die Specs, die drei. Okay? Das sind die normalen Specs, die wir gerne hätten. Nur kurz zur Amplituden- und Phasenreserve. Ich schreibe die nochmal aus im Bode- und im Nyquist-Plot. Schauen wir uns erstmal den Nyquist-Plot an. Hier ist der Einheitskreis, sprich das hier hat Radius 1. Vielleicht finden wir irgendwo eine Farbe. Ja. Amplitudenreserve und Phasenreserve. Also der Nyquist-Plot von offenen Kreis schaut zum Beispiel jetzt so aus. Das wäre GK. Und dann gibt es natürlich auch noch den gespiegelten. In diesem Plot, was ist die Phasenreserve? Die Phasenreserve ist, wenn der Nyquist-Plot an der Durchschnittsfrequenz ist, sprich, wenn er den Einserkreis durchkreuzt, dann ist das hier die Phasenreserve, dieser Winkel, 180 Grad minus diesen Winkel. Was ist die Amplitudenreserve, wenn der offene Kreis 180 Grad durchschreitet? Würden wir gerne von minus 1 weg sein. Wir wollten näher am Ursprung sein, sprich dieser Abstand hier, das hier ist 1 über die Amplitudenreserve. Okay? Die haben Sie schon gesehen, die Plots auf den Slides, ich wollte sie nochmal hinschreiben. Wir werden diese Übertragungsfunktion hauptsächlich im Bode-Diagramm analysieren, nicht im Nyquist-Plot. Wie schaut das im Bode-Diagramm aus? Wir haben die Amplitude von GK und den Winkel von GK. Typischerweise schaut ein Bode-Diagramm ungefähr so aus. Es gibt zwei Punkte zu beachten in diesem Fall, nämlich einerseits, wo der Betrag 1 ist. Hier mal die 1. Wo der Betrag 1 ist, ist hier der Durchtrittspunkt. Das ist die Durchschnittsfrequenz. Und nehmen wir mal an, das hier wäre minus 180 Grad, minus Pi. Dann hätten wir hier wirklich die Phasenreserve. Das wäre das PR. Das mal Farbe machen, dass es leicht zu sehen ist. Das haben Sie alles schon gehabt. Ich wiederhole es nur kurz, um alles auf einer Tafel zu haben. Also, das hier ist die Phasenreserve, das ist die Amplitudenreserve, hier ist das die Phasenreserve und wo der Kreis, der Nyquist-Plot 180 Grad durchmisst, hier, würden wir gern von 1 weg sein. Okay? Sprich, wir müssen diesen Abstand anschauen und dieser Abstand hier, ist unsere Amplitudenreserve im Bode-Plot ausgedrückt. Okay? Das ist dieses hier. Wie Sie wissen, der Bode-Plot ist in logarithmischen Koordinaten, sprich das ist 20 mal der Logarithmus von 1 über die Amplitudenreserve. Okay? Aber der 20 und Logarithmus ist wirklich nur wegen der Bode-Konvention. Im Prinzip ist es wirklich der gleiche Abstand wie der hier. Okay? Somit haben wir alle Spezifikationen an den offenen Kreis schon mal hingeschrieben. Jetzt möchte ich sie gerne mal zusammenfassen, weil die Kunst des Regler-Designs ist, dass wir GK gerne, sagen wir mal, möglichst schön ausschauen lassen sollen. Zum Beispiel mit großer Amplituden- und Phasenreserve. Fassen wir das doch alles mal zusammen. Also, Zusammenfassung dieser Diskussion. Zusammenfassung der Anforderungen an GK.
Und ich würde das einfach gerne mit einem Plot zusammenfassen. In dem Plot haben wir einfach nur einen Bode-Plot. Sprich, wir haben die Amplitude von GK. Und wir haben die Phase von GK. Typischerweise schauen die Bode-Plots ungefähr so aus. Was sind die Anforderungen? Anforderung Nummer 1 ist die nominelle Stabilität. Was auch immer Sie für ein Regeldesign, es soll stabilisierend sein. Okay, das ist das Nyquist-Kriterium zum Beispiel. Anforderung Nummer 2. Wir hätten gerne Amplitudenreserve. Und zwar möglichst viel. Sprich, wenn Sie den Frequenzgang von GK beschreiben, dann hätten wir gerne Amplitudenreserve. Also sprich, wenn das hier minus Pi ist, minus 180 Grad, dann hätten wir hier gerne einen möglichst großen Abstand. Okay? Zum Beispiel könnte ich Anforderung Nummer 2 zusammenfassen als, es gibt hier einen Block, nochmal mit Farbe hier, alles koloriert, in dem ich nicht reinlaufen darf, weil ich eine gewisse Amplitudenreserve gerne hätte. Der offene Kreis soll bitteschön nicht hier rein. Könnte man sich als Spezifikation so ausschreiben. Und dann könnte man das K so tunen, im PD-Regel, als K durch den Prinzip den Bode-Plot nach unten und oben schieben, sodass wir hier von diesem Block wechseln. Eine weitere Anforderung ist natürlich die Phasenreserve. Die Phasenreserve ist da, wo der Bode-Plot die Amplitude 1 durchschreitet, der extra Winkel, den wir hier noch haben. Okay. Sprich, ich könnte es auch als Spezifikation schreiben und sagen, ich hätte gerne eine gewisse Phasenreserve, also ich design mein GK, sodass ich nicht in diesen Block reinlaufe. Man könnte sich auch das Prinzip der Durchtrittsfrequenz überlegen, der Bandbreite. Wir haben eine gewisse Bandbreite oder eine minimale Bandbreite. Wie Sie wissen, die Bandbreite haben wir definiert für T. Aber dieses Omega B, das wir für T definiert haben, ist ungefähr gleich der Durchtrittsfrequenz, der hier. Okay? Wo wir hier durchlaufen. Das ist ungefähr im offenen Kreis die Durchtrittsfrequenz. Und wir hätten die bitte auch möglichst groß. Zum Beispiel könnten wir sagen, Spezifikation Nummer 5 sollte mir irgendwo hier einen gewissen Bereich ausnehmen. Ich möchte eine möglichst große Durchtrittsfrequenz. Entschuldigung, das war Nummer 4, nicht 5. Das ist die Nummer 4. Als letzte Spezifikation, die wir hinschreiben können, ist die bleibende Regelabweichung. Ich möchte keine bleibende Regelabweichung haben. Keine bleibende Regelabweichung heißt, dass S an der Stelle 0 gleich 0 ist. Oder im offenen Kreis ausgedrückt, ich möchte, dass GK an der Stelle 0 möglichst groß ist. Sprich, GK evaluiert für S gleich 0 soll möglichst, möglichst groß sein. Das heißt, unsere letzte Spezifikation sollte sein, zum Beispiel, ich möchte die bleibende Regelabweichung irgendwie größer haben als einen bestimmten Wert, dann würde ich hier einen Block leiten.
wie funktioniert PD-Regler-Design? Sie schreiben sich diese Spezifikation hin, überlegen sich, was die für G mal K bedeuten. Und dann ist die Rolle von P, I und D, dass Sie den Bodeplatt so rumschieben, um diese Blöcke zu vermeiden. Wir schauen uns das an in der zweiten Hälfte der Vorlesung. Wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie gerne nach vorn. Ich beantworte Sie und wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Danke. So, dann kommen Sie bitte wieder zur Ruhe. Es gab ein paar Fragen in der Pause. Sehr viele Fragen über das gleiche Thema, was in dem Fall heißt, dass ich keinen guten Job gemacht habe, das Ihnen zu erklären. Deswegen versuche ich es noch einmal. Es geht um die Bandbreite. Warum ist Bandbreite wichtig? Viele physikalische Systeme, wir müssen die Systeme wirklich aktuieren. Wir müssen das Regelsignal irgendwie reinbringen. Wir haben gewisse Aktuatoren, Stellmotoren, Servomotoren, Turbinen und so weiter. Aber diese Aktuatoren haben auch eine gewisse Bandbreite, sprich eine gewisse Power dahinter, mit dem wir das System beeinflussen können. Sprich, ich könnte zwar einen beliebigen Regler hinschreiben, aber rein physikalisch kann meine Durchtrittsfrequenz nicht höher als irgendein bestimmter Wert sein, weil ich diesen Regler nicht mehr realisieren kann. Sprich, die Bandbreitenbeschränkung ist vielleicht hier etwas unglücklich ausgedrückt. Es sollte jetzt keine minimale Bandbreite sein. Wir hätten die Bandbreite ja am liebsten so groß, wie es geht. Wir wollen es effektiv wie möglich regeln. Wir wollen das so weit nach rechts schieben, wie es geht. Aber wir haben physikalische Limits. Wir können nicht jedes Signal realisieren. Deswegen habe ich hier wirklich eine Grenze, wo ich sage, dieser Durchtrittspunkt kann nicht über diese Grenze hier drüber. Nennen wir es einfach mal eine gewünschte Bandbreite. Okay? Sprich, das ist wirklich ein physikalisches Limit, das ich realisieren muss und nicht überschreiten kann. Okay? Das war noch als Folgeerklärung hierzu. Gut, ansonsten hoffe ich, dass die Zusammenfassung von vielen Dingen, die Sie bereits gesehen haben, in der Vorlesung hilfreich war, weil das Ziel jetzt, PED-Regler zu sein, ist wirklich, wir hätten gerne einen Frequenzgang, der so aussieht. Es soll stabil sein, es soll gewisse Phasenreserven haben, Amplitudenreserven, möglichst hohe Bandbreite und natürlich an der Stelle 0 soll GK möglichst groß sein, idealerweise unendlich. Okay? Da kommt der Integrat wieder rein. Wenn K ein 1 über S hat, dann geht GK gegen unendlich. Bevor wir in die Folien reinschauen, würde ich nur kurz gerne noch einmal wiederholen, was ist denn die Rolle von P, I und D im Frequenzbereich, nicht im Zeitbereich. Okay? Also, die Rolle von P, I und D. Wirklich mit Hinblick auf diesen, ja? Das Licht, welches? Das hier? Besser? Okay. Jetzt habe ich im Prinzip alle Optionen durch, die ich hier habe. Nein, tut mir leid, das überschreitet meine Fähigkeiten ein bisschen. Ich glaube, ich bräuchte hierzu ein Tutorial. Es gibt drei Knöpfe, an denen ich drehen kann und keiner der drei schaltet diese Lichter ein. Von daher, ich werde es rausfinden bis zum nächsten Mal. Schau mal. Ah. Okay, es gab ein anderes Menü am vierten. Das ist ziemlich kompliziert, das Ding. Braucht man mindestens ein PhD, um es zu bedienen. Okay, die Rolle von P, I und D. Fangen wir einfach mal an mit dem P-Regler. Der P-Regler, sprich unsere Regelübertragungsfunktion D von S, ist einfach nur eine Konstante, K. Das ist die Regelübertragungsfunktion. Okay.
Was hat er für Eigenschaften? Er verschiebt die Amplitude. Von GK oder G mal D von S, G mal D, aber nicht die Phase. Okay? Sprich, Sie können den P-Regler wirklich nehmen, einfach nur um im Bodeplot die Amplitude rauf und runter zu schieben. Okay? So was kann ich damit machen? Ich kann wirklich im Prinzip, ich kann im Nyquist-Plot mitarbeiten, um Stabilität zu garantieren, so ist es im Kreisen von 1 über K. Aber ich kann auch all diese anderen Kriterien, ich kann wirklich damit 1, 2 und so weiter bis 5 alle realisieren. Einfach nur, indem ich die Amplitude rauf und runter schiebe. Gut, das war der einfache Fall. P-Regler verschiebt einfach nur die Amplitude in GK. Wenn man gewisse gewünschte Specs hat, kann man mit dem P einfach die Amplitudenplot darauf unterschieben. Jetzt ist aber oftmals so, was kann der P-Regler nicht machen? Er kann zum Beispiel nicht dafür sorgen, dass Nummer 5 gegen unendlich geht. War dann nicht gern Nummer 5 gegen unendlich zum 0? Unendlich heißt, dass S an der Stelle 0 gleich 0 ist, sprich ich habe keine bleibende Regelabweichung. Das ist möglichst groß. Um das zu realisieren, bräuchte mein G mal K irgendein Term von der Form 1 über S. Okay? Das 1 über S ist genau das I im PI-Regler. Also das zweite wäre der PI-Regler. Der die Form hat, D von S ist gleich K mal 1 plus 1 über PIS. Okay. Was ist hier das bezeichnende Merkmal? Dass der hat die Eigenschaft D an der Stelle 0 ist unendlich. Okay. Was dazu führt, dass ich Nummer 5 erreicht habe. Keine bleibende Regelabweichung. Okay. Ich kann einen Schritt reingeben und ich werde garantiert diesen Schritt tracken. Das ist wirklich die Aufgabe des I-Reglers. Schauen wir uns mal den Bodeplot an, des I-Reglers. Also wir haben da hier das D in Amplitude, das D in Phase. Das schaut ungefähr so aus. Wir haben eine Crossover-Frequency. Für S gegen unendlich nimmt er den Wert K an. Und ungefähr hier, diese Frequenz ist unser 1 über TI, wo abknickt. Der Winkel von dem Herrn, für S gegen unendlich ist es ja reell, sprich wir haben 0 Grad. Und für S gegen 0 haben wir 1 über J Omega, also sprich ein minus Pi halbe. Sprich, der Winkel variiert zwischen minus Pi halbe und 0. Und das wird ungefähr so aussehen. Okay. Das ist der I-Regler. Jetzt hat der PI-Regler allerdings einen Nachteil. Also ist wunderbar, wir können die bleibende Regelabweichung regulieren. Aber, wie Sie sehen, wir ändern auch die Phase. Idealerweise würden wir die Phase nicht ändern. Wir hätten die Phase immer gleich gern 0, sodass wir nachher eventuell mit anderen Regeln das kompensieren können. Hier kriegen wir eventuell Probleme in unserer Phasenreserve. Sprich, wir möchten gern diesen Punkt hier möglichst weit nach links schieben. Okay? Also wir wählen wähle 1 über TI möglichst klein. Warum? Sodass dann wir hier keine Probleme kriegen mit der Phase. Okay? Wir wollen eine gewisse Phasenreserve haben. Okay? Oder sodass die Dynamik in der Frequenz, wo wir uns dafür interessieren, für die Performance nicht geändert wird. Okay? Sodass Phase in mittleren und hohen Frequenzen
nicht geändert wird. Okay. Wir sehen, wenn wir bei hohen Frequenzen sind, verhält sich der PI-Regler im Prinzip wie ein P-Regler. Weil hier ist nur noch konstantes K, Phase 0. Okay. So für hohe Frequenzen ist der PI-Regler einfach nur ein P-Regler. Und wir können das K separat designen. Okay. Also designe K separat. Also wenn Sie 1 für t möglichst klein wählen, können Sie wirklich die zwei Effekte separieren, dass Sie sagen, wir hätten gern keine bleibende Regelabweichung, wir gehen hier gegen endlich. Aber für große Frequenzen ist das hier flach. Wir können das wirklich designen wie ein P-Regler. Gibt es Fragen zum PI-Regler? Okay, dann der letzte im Bunde, der PD-Regler. Wie ich Ihnen das letzte Mal erzählt habe, wir können keinen idealen PD-Regler bauen. Wir schauen uns das nachher nochmal an. Gehen wir mal davon aus, dass wir ihn realisieren können. Wie würden wir ihn designen? Der PD-Regler. Der hat die Übertragungsfunktion D von S ist gleich K mal 1 plus TDS. Wie schaut der gute Kerl aus? Wir haben wieder Amplitude und Phase von D. Wie Sie sehen, für niedrige Frequenzen nimmt er einfach nur den Wert K an und dann geht er irgendwann gegen endlich. Okay. Das passiert bei einer Frequenz, die ungefähr 1 über TD ist. Der Winkel zum Zeitpunkt 0 ist das ja einfach nur eine reelle Zahl, sprich zum Zeitpunkt 0 ist der Winkel 0. Und wird dann zunehmen gegen Pi halbe, weil es dann hier eine rein imaginäre Zahl wird. Plus Pi halbe. Und das passiert auch ungefähr in diesem Bereich. Wofür braucht man jetzt den PD-Regler? Er tut nichts, macht für die bleibende Regelabweichung, hilft uns nicht viel. Wofür könnte uns diese Art von Plot helfen mit diesen Designspezifikationen? Der Sinn vom PD-Regler ist gewisserweise, schauen Sie mal hier, ich habe hier einen Phasenanhub weit bevor die Amplitude ansteigt. Okay? Also das ist jetzt natürlich nur per Hand gezeichnet, aber wenn man das auf MATLAB zeichnen würde, dann kriegt man auch wirklich raus, dass die Phase steigt an, bevor die Amplitude ansteigt. Okay. Schauen wir uns mal das grob an. Ist sogar relativ gut geworden, obwohl ich es noch per Hand gemacht habe. Sprich, in diesem Bereich habe ich die Phase bereits um Pi Viertel angehoben, aber die Amplitude hat sich kaum geändert. Okay. Ist jetzt nur per Hand gezeichnet, weil wenn Sie es bei MATLAB zeichnen würden, würden Sie ungefähr dasselbe sehen. Sprich, was kann ich damit machen? Ich könnte wirklich an einer gewissen Stelle, wo ich es gerne hätte, einfach nur die Phase hochheben und damit mehr Phasenreserve kreieren. Okay? Also der Grund, warum wir PED-Regler designen, ist wirklich zum Beispiel Nummer 3. Wir heben die Phase an einer gewissen Stelle an. Wie Sie gleich sehen werden in den Slides, wir können PD-Regeln nicht bauen. Ich habe in letzter Zeit gesagt, wir brauchen ein kleines Verzögerungselement. Und dieses Verzögerungselement heißt wirklich ein Phase-Lead-Element. Wirklich, weil die Phase Lead, also sprich zuvor ansteigt, vor der Amplitude. Gut. Haben Sie hierzu Fragen? Das sind wirklich die Rolle von P, I und D. Wenn Sie einen Regler designen,
das ist das Verständnis, was diese Schrauben, die Sie haben, bewirken. Okay, im Zeitbereich könnte man das nur sehr heuristisch ausdrücken, im Frequenzbereich kann man das sehr, sehr präzise machen. Was ist die Rolle von PI und D? Dann schalten wir uns doch mal den Beamer an. Und schauen uns die Slides an. Das dauert jetzt circa 30 Sekunden, bis der an ist. Das sind Ihre 30 Sekunden, um jetzt nochmal Fragen zu stellen. Sind in allen die Spezifikationen klar? Warum sollte G mal K so ausschauen, wie es ausschauen soll, wie auf der oberen Tafel erklärt? Ja? Mein P-Regel ist nicht ganz klar, so wie die Nummer 5 verfügt sein soll. Warum? Beim P-Regel Nummer 5 ist eigentlich nicht erfüllt. Also aus. Ja, ich kann es halt über eine gewisse Schranke anheben. Ich kann es nicht nach unendlich anheben, aber über eine gewisse Schranke. Ja. Also die Rolle von P ist wirklich, wir können die Amplitude beliebig verschieben. Die Rolle vom I ist wirklich, wir können die bleibende Regelabweichung gegen unendlich schicken. Also sprich, die bleibende Regelabweichung minimieren. Und die Rolle vom PD-Regler ist wirklich, wir kreieren eine Phase. Ja, bitte. Vollkommen richtig. Es ist nicht so, dass wir all diese Spezifikationen unabhängig voneinander behandeln können, sondern wenn man an einer Schraube dreht, macht man natürlich irgendwas anderes kaputt. Deswegen nimmt man auch meist dann P, I und D zusammen und tut diese halt versuchen wirklich nur in möglichst kleinen Frequenzbereichen aktiv werden zu lassen. Man könnte jetzt viel allgemeiner Regler nehmen. Man könnte wirklich als Regler einfach eine Übertragungsfunktion nehmen, die die Eigenschaften haben, dass sie lokal kurz die Phase anheben, aber nur lokal wie ein Bandpassfilter und sonst idealerweise nichts tun. Könnte man alles designen. P und D sind halt die einfachsten Elemente, aber man könnte beliebig, sagen wir mal, komplizierte Übertragungsfunktionen designen. Vielleicht erinnern Sie sich an MATLAB, dieses optimale PD-Tuning, das ich Ihnen gezeigt habe. Das macht mehr oder weniger das hier. Es tut gewisse Constraints setzen und tut geometrisch diesen Plot zu verschieben, dass er all diese Constraints, den Abstand zu diesen Constraints maximiert. So. Warum funktioniert mein Beamer jetzt hier nicht? Schauen wir mal. PC2. Dann schauen wir mal, was wir noch in den Slides haben. Im Prinzip in den Slides ist das alles mit Beispielen erklärt. Aber was dahinter ist, sind wirklich diese Art von Dingen. So, wunderbar. Regelentwurf im Frequenzbereich. Das ist nicht robust. Okay. Wiederholung der Spezifikation im Zeitbereich. Ich würde mal sagen, das lassen wir aus. Nur ganz kurz, wir haben uns das letzte Mal schon angeschaut. Wenn man jetzt rein im Zeitbereich einen Regler designen würde, nicht im Frequenzbereich, wäre das die Sache, worauf man schauen würde. Keine bleibende Regelabweichung oder möglichst kleine, die man im Frequenzbereich sehr, sehr genau beschreiben kann. Nicht das geht gegen unendlich. Wir hätten gerne kleine Overshoots, schnelle Rise Time und so weiter. Die Rise Time, sprich wie schnell kommen wir da hoch, ist ungefähr die Bandbreite des Systems. Das sagt Ihnen, wie schnell können wir das System aktivieren. Wir haben im Zeitbereich das angeschaut, auch über die Pol-Nullstellen. Nämlich, wenn wir die Pole designen, des Reglers, der Übertragungsfunktion, wo sollen die Pole hin? Natürlicherweise, sie sollten stabil sein, also sprich in der linken Halbebene. Für ein System zweiter Ordnung, sprich mit Übertragungsfunktion s² plus 2 Zeta Omega s plus Omega Quadrat, konnte man die Pole wirklich ausrechnen. Also das Omega-Frequenz sagt Ihnen, auf welchen Kreis liegen Sie, sprich für keine Dämpfung haben wir einfach frequente Pole hier mit plus minus Omega. Die Dämpfung gibt Ihnen wirklich die Damping Ratio, das wird auch so genannt, sprich wo, in welchem Winkel liegen wir? Wir hätten das gerne möglichst weit, sagen wir mal, links unten hier. Die Asymptote Sigma, das ist der Realteil der Pole, Omega times Theta, sagt Ihnen, wie schnell konvergieren wir. Und die Summe all dieser Constraints sagt, wir sollten irgendwo hier links sein.
Okay, das waren die Spezifikationen im Zeitbereich für dieses Thema zweiter Ordnung. Schauen wir uns mal Gain und Phase Margin an. Für die Systeme zweiter Ordnung kann man ja explizit diese ganzen Dinge hier berechnen. Das haben wir teilweise in der letzten Folge angeschaut. Ich möchte das nicht im Detail machen, aber Sie können wirklich dann die Übertragungsfunktion, die komplementäre Sensitivität berechnen. Sie können die offene Kreisfunktion berechnen und daraus wirklich in, sagen wir mal, geschlossener Form ausrechnen, was ist denn der Phase Margin. Okay. Also wir sehen, der Phase Margin ist nur eine Funktion dieser Damping Ratio für Systeme zweiter Ordnung. Und mehr oder weniger kann man diese Funktion, die schaut dann so aus, also Funktion Damping Ratio, Phase Margin, sehr gut approximieren, dass einfach nur die Damping Ratio ist ungefähr gleich der Phase Margin mal 1/100. Okay? Das ist eine sehr, sehr gute Approximation, zumindest für kleine Winkel. Typischerweise die Phase Margins, die Sie sehen und die Sie gerne hätten, sind irgendwo in der Größenordnung zwischen 30 und 60 Grad. Sind so grobe Werte für das Design. Was haben wir hier? Das ist alles nur für Systeme zweiter Ordnung, sprich nichts davon ist im Allgemeinfall stimmt, aber oftmals Systeme, die wir uns anschauen, sind zweiter Ordnung. Man kann diesen Overshoot mehr oder weniger plotten als Funktion des Phase Margins. Sprich, wenn Sie sagen, wir hätten gern einen Overshoot kleiner als 25%, dann würde das heißen, im Bodyplot bitte einen Phase Margin von 45 Grad oder mehr. Okay? Also man kann wirklich, sagen wir mal, die Spezifikationen, die ich jetzt gerade hingeschrieben habe, für den Bodyplot auch aus diesen Zeitbereichsplots kriegen. Mit dem Care-Wert, es geht nur für Systeme zweiter Ordnung, was hier steht. Okay, für Systeme zweiter Ordnung können wir die Sache sehr genau machen. Aber jetzt schauen wir uns wirklich mal das Regler-Design an. Das erste, was wir gerne nochmal wiederholen würde, ist hier der Bodyplot für nicht minimalphasige Systeme, minimalphasige, sprich Systeme, die keine instabilen Nullstellen haben und sonst auch stabil sind. In dem Fall, wie Sie wissen, ist die Phase eine eindeutige Funktion des Betrags und die Phase fällt schön, die Amplitude fällt schön und die Steigung der Amplitude ist ungefähr mit der Phase verbunden über diese Formel. Nur als kleines Beispiel, wir haben hier ein System mit Phase und Amplitude. Angenommen, das System hat hier ein Gefälle von, sagen wir mal, minus 1, dann ist die Phase im Normalfall minus Pi halbe. Für diese nicht minimalphasigen Systeme, sprich, das verhält sich so. Angenommen, an irgendeiner Frequenz kriegt die Phase ab und hat hier eine Steigung von minus 2, dann wird sich auch der Winkel auf minus Pi reduzieren. Okay? Das sagt Ihnen diese Formel. Für minimalphasige Systeme ist wirklich, haben wir eine Funktion, die Phase und die Steigung der Amplitude verbindet und das ist einfach die Steigung mal 90 Grad. Warum ist das wichtig? Wir können daraus grob Faustregeln ableiten für Gain- und Phase-Margins. Also hier ist ein Beispiel, hier ist auch wieder ein System zweiter Ordnung. Hier haben wir Steigung minus 2, die Phase ist minus 180, das passt sehr gut. Hier haben wir Steigung minus 1, die Phase ist minus 90, also die Formel passt sehr gut. Jetzt sind unsere Gain- und Phase-Margins hier definiert über diese Crossover-Frequencies. Zum Beispiel die Frequenz hier, bei der die Amplitude, die 1 durchschreitet. Das ist unser Phase Margin. Wir wollen hier wissen, wie weit sind wir von minus 180 weg. Jetzt wollen wir natürlich dieses Phase Margin gerne möglichst groß haben. Zum Beispiel irgendwas zwischen 0 Grad und 90 Grad. 0 Grad und 90 Grad heißt mit dieser Formel von vorher, wenn das zwischen 0 und 90 Grad sein soll, der Winkel, dann soll m bitte zwischen minus 1 und minus 2 sein. Sprich, wir können auch die Phase Margins grob ausdrücken für diese Systeme als Funktion der Steigung. Aber wie gesagt, auch nur eine Faustregel und gilt auch nur für diese Art von System. Im Allgemeinen verwenden Sie beste Regeln, die ich Ihnen an der Tafel gezeigt habe. Okay. Nehmen wir mal genau dieses Beispiel, das ist ganz schön.
Das ist ein im Buch sehr schön genannt, ein Raumschiff. Warum ist das ein Raumschiff? Irgendwer sieht, wo das Raumschiff ist hier? Ich habe mal eine Zeit lang Regler designt für... Ja? Also irgendwie überlegen, ein Raumschiff fliegt da durch den... Und da fliegt irgendwie durch den Space. Und jetzt, wenn man irgendwie Schub gibt, dann integriert er sich das irgendwie die Geschwindigkeit auch. Okay. Also irgendwie fällt es einfach so ein Integrator zweiter Ordnung. Aber der Integrator zweiter Ordnung trifft auf alles zu, was ich mit Newtons zweiten Gesetz modellieren kann. F ist mal A. Der Grund, warum es ein Raumschiff ist, wenn sie wirklich weit raus sind, deep outer space, gibt es nichts außer F ist mal A. Es gibt keine Reibung und so weiter. Also wirklich, wenn Sie, ich habe mal gearbeitet für die European Space Agency, habe Ihnen Regler designt für Bahnlageregelung von Satelliten und die Dynamik sind sehr einfach. Wirklich nur F ist mal A, das war's. Weil im Prinzip gibt es nicht viele andere Effekte da draußen. Mit anderen Worten, das ist das Raumschiff, 1 über S Quadrat. Okay, soviel zur Historie. Mit anderen Worten, ein sehr simples System mit einem sehr großen Namen. Wie Sie sehen hier, der Bodeplot fällt einfach nur mit Steigung minus 2. Und wir hätten gern eine gewisse Phasenreserve jetzt in dem System. Wir hätten gern eine gewisse Bandbreite, 0,2 Rad pro Sekunde bei der Durchschnittsfrequenz. Und da hätten wir gern, dass die Amplitude 1 ist und wir eine gewisse Phase haben von minus 90 Grad. Wie Sie wissen, von der Faustregel, wir haben eine Steigung von minus 2, sprich die Phase ist immer minus 180 Grad. Sprich, wir brauchen jetzt irgendeinen Regler, um das wieder anzuheben. Okay? Um die Steigung bei der Bandbreite 0,2 auf minus 1 zu reduzieren. Wie Sie wissen, welcher Regler ist dafür gedacht, Phase anzuheben? Der PD-Regler. Dessen Aufgabe ist wirklich, Phase zu heben. Also momentan hat das System einfach Phase minus 80 Grad und wir hätten gern bei 0,2 Rad pro Sekunde eine Phase von minus 90 Grad. Also designen wir mal einen PD-Regler, der genau das hat. PD-Regler ist so parametrisiert, wir würden gern die Phase anheben bei 0,2. Sprich, wir würden sagen, ungefähr 1 über TD ist ungefähr 0,2. Aber Sie wissen, der PD-Regler erreicht seine maximale Phase hier. Nicht hier. Okay? Also wählen wir das 1 über t doch ein bisschen kleiner. Nicht 0,2, sondern sagen wir mal ein Viertel von 0,2. Okay? Also wählen wir 1 über t möglichst weit rechts, in dem Fall ein Viertel von der Spezifikation, wirklich das auch wieder grob eine Daumenregel, und kriegen dann 1 über t ist 0,05 oder t gleich 20. Was macht das? Es hebt wirklich unsere Phase an. Wenn wir das hier implementieren, dann kriegen wir diese Kurve hier. Okay. Aber jetzt haben wir natürlich nicht eine Durchtrittsfrequenz von 0,2 Rad. Wir haben irgendeine andere Durchtrittsfrequenz. Warum? Weil der PD-Regler natürlich auch hier das anhebt. Ja. Wir haben irgendeine andere Durchtrittsfrequenz. Wir müssen also die Durchtrittsfrequenz noch fixen. Wie machen wir das? Wir sagen, an der Stelle 0,2 Rad pro Sekunde soll die Amplitude 1 sein. Das ist die Definition der Durchschnittsfrequenz. Wir können das auflösen für k, sprich k ist 1 über das. Schauen wir in den Plot. K an 0,2 Rad ist ungefähr 100. 1 über 100, also wählen wir mal k 0,01. Das sind grob die Daumenschrauben. Wenn wir das wählen, dann kriegen wir hier den folgenden Bodeplot, der wirklich hier bei 0,2 Rad seine Durchschnittsfrequenz hat. Das ist nicht der Bodeplot von GK, sondern von T. Und kriegen diese Sprungantwort. Funktioniert also sehr, sehr gut. Wirklich, was ich gemacht habe, ich habe grob die Regeln angewandt, wo muss ich mein T wählen, um die Phase anzuheben, und nach das K gewählt, um wieder die Amplitude rauf runter zu schieben. Und ich kriege in dem Fall eine Phase, Phase Margin 55 Grad. Dynamische Kompensatoren, das ist wirklich jetzt das P, I und D. Wie Sie sehen, die Slides illustrieren nur grob ein paar Beispiele, aber nehmen Sie bitte das Take-Home-Message, die Tafel, was ich Ihnen da gesagt habe. Schauen wir uns nochmal PD an, das ist, was ich Ihnen gezeigt habe. PD hat diesen Frequenzgang, sprich die Amplitude steigt gegen unendlich ab der Eckfrequenz und die Phase erhöht sich. Und wie Sie hier sehen,
an der Stelle, wo die Amplitude fast noch 1 ist, haben wir schon einen riesen Phasenanhub. Okay? Also die Phase eilt wirklich voraus. Lead Compensator ist das Sprichwort. Also PD bietet ihm wirklich die Phasenanhebung und wir müssen das 1 für PD so wählen, die Phasenreserve zu heben. Wie ich in der letzten Vorlesung gesagt habe, PD kann ich nicht realisieren. Ich kann keinen Differentiator bauen. Er ist nicht kausal. Full stop. Okay? Ist nicht realisierbar. Ein anderes Problem, angenommen, Sie könnten differenzieren, numerisch differenzieren. Haben Sie schon mal die Messkurven gesehen, die Sie aus irgendwo herauskriegen? Sie wollen keine Ableitung davon bilden. Weil die Ableitung von dem Signal ist ein Signal, das so ausschaut. Sie sehen das auch sehr, sehr schön auch im Bodeplot. Sprich, Sie haben ein Signal, das Rauschen hat, ein Signal, das hohe Frequenzen beinhaltet. Was passiert mit dem Signal bei hohen Frequenzen? Die werden gegen unendlich verstärkt. Okay? Sprich, der ideale PD-Regler hat ein unglaublich hohes, ein unendlich großes Verstärken von Messrauschen. Den wollen wir nicht haben. Okay? Deswegen tun wir den nicht so implementieren. Aber das ist grob das Bild, das Sie haben sollen. Sprich, es ist ein Regler, der die Phase lokal anhebt. Stattdessen tun wir den PD-Regler implementieren über dieses Lead-Element, das ich in der letzten Vorlesung bereits gesagt habe. Sprich, wir machen nicht einfach nur ein TS plus 1, das wäre der PD-Regler, sondern wir tun eine Verzögerung hinzufügen. Okay? Eine Verzögerung erster Ordnung. Die könnten wir zum Beispiel parametrisieren, auch über Alpha mal TS plus 1, wo Alpha irgendwas sehr Kleines ist. Okay? Sie sehen, wenn wir jetzt Alpha gegen 0 wählen, kriegen wir den PD-Regler raus. Okay, aber wir wählen Alpha nicht 0, sondern irgendwie klein. Wie schaut der Bodeplot von dem Kerl aus? Sie sehen, die Amplitude steigt an, sie geht nicht gegen unendlich. Okay? Die Amplitude für unendliche Frequenzen ist K über Alpha. Auch ein Grund, Sie wollen Alpha nicht ganz klein wählen, weil sonst auch wieder das Messrauschen sehr groß wird. Okay, also die Amplitude steigt an, um den Faktor K über Alpha. Was passiert mit der Phase? Sie sehen, Sie können lokal mit diesem Regler die Phase schön anheben. Der D-Teil hebt die Phase um 90 Grad im Prinzip. Und der 1 über Alpha TS plus 1 zu 0 um 90 Grad senken. Sprich, wir können die Phase hier anheben. Ganz lokal. Eigentlich eine Regel, den wir gerne hätten, der würde uns wirklich die Phasenreserve an einer Stelle sehr erhöhen. Wo hebt es sie an? Im Prinzip wirklich in der Mitte. In der Mitte zwischen den zwei Punkten, zwischen 1 über T und 1 über Alpha T hebt es sie an. Was ist die Mitte in logarithmischen Koordinaten? Die Mitte ist 1/2 mal log 1 über T. Plus 1/2 log 1 über Alpha T, was man zusammenfassen kann, Wurzel aus 1 über T plus 1 über Alpha T. Das nennt sich auch das geometrische Mean. Aber es ist wirklich in logarithmischen Koordinaten, es ist einfach nur die Mitte zwischen den beiden Punkten. Also wir können in der Mitte die Phase beliebig anheben. Nicht beliebig, maximal um 90 Grad. Stellt sich also, wir können wirklich exakt ausrechnen, um wie viel wir die Phase anheben. Und das hängt natürlich sehr, sehr davon ab, wie wir dieses Alpha wählen. Was ist diese Verzögerung Alpha? Weil das sagt uns, wie weit diese zwei Punkte auseinander. Die explizite Formel für die Phasenanhebung ist diese hier. Sinus von der Phasenanhebung ist das hier. Man kann das dann plotten, also sprich die maximale Phasenanhebung als Funktion von 1 über Alpha. Sprich, wählen wir unser Alpha möglichst klein, zum Beispiel 0,1 oder so. Das heißt, 1 über Alpha ist groß, wir können die Phase sehr, sehr hoch anheben. Sprich, je kleiner das Alpha, desto größer können wir die Phase anheben. Aber wie Sie auch sehen, je kleiner das Alpha, die stationäre Verstärkung ist K über Alpha. Sprich, der hier wird beliebig hoch, wird dann eventuell Messschloss verstärken. Es gibt einen Trade-off, wie klein soll Alpha sein. Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie es machen wollen, nehmen Sie einfach Alpha 0,1, passt, Pi mal Daumen. Aber natürlich mit ein bisschen Einsicht in das System kann man das sehr viel genauer wählen. Also typischerweise wählen wir Alpha größer als 0,1, dann kriegen wir für Alpha 0,1 kriegen wir 1 über Alpha 10 und wir kriegen ungefähr eine Phasenanhebung um 60 Grad. Natürlich, oftmals brauchen wir mehr Phasenanhebung wie 60 Grad. Und wie ich sage Ihnen, man kann das Alpha nicht beliebig klein machen. Aber wir können einfach zwei dieser Elemente nehmen. Okay, einfach zwei von diesen Lead-Elementen in Serie oder das hier im Quadrat und wir kriegen eine doppelte Phasenanhebung um 120 Grad. Okay, also sprich, wir implementieren den PD-Regler wirklich über dieses Element hier.
Als Beispiel nehmen wir ein Modell für einen Gleichstrommotor, der Dynamik hat 1 über s² plus s. Und wir würden jetzt gerne einen Regler designen, der eine bleibende Regelabweichung weniger als 0,1 hat. Aber jetzt nicht für eine Sprungantwort, sondern für eine Rampenantwort. Sprich, wir geben dem Gleichstrommotor eine Rampe, bitte fahr das Drehmoment so und so weit hoch. Und wir wollen eine Regelabweichung weniger als 0,1 haben. Und wir wollen einen kleinen Overshoot haben. Einen sehr kleinen, 25%. Schauen wir uns mal beide Probleme in Serie an. Erste, bleibende Regelabweichung. Wie Sie wissen, die bleibende Regelabweichung hängt damit zusammen, wie groß ist g mal k an der Stelle 0. Okay, Sie wollen im Prinzip jetzt g mal k an der Stelle 0 möglichst groß haben. Wie groß muss es sein? Das können wir uns für dieses Beispiel explizit durchrechnen. Wir können wieder die gleiche Rechnung machen, wie ich von der Tafel hatte. Mit dem Unterschied, jetzt machen wir es für eine Rampe, nicht für einen Sprung. Okay? Also der Steady State Regelungserror ist dieses Signal hier. Im Frequenzbereich ist das Limit S gegen 0. S mal die Sensibilität mal der Eingang. Der Eingang für eine Rampe ist 1 über S². Er ist nicht 1 über S. Jetzt können wir das Ganze verarbeiten. S mal 1 über S² gibt uns eine 1 über S. Gibt uns hier dieses hier. Das g ist 1 über s² plus s, also sprich, wir können das Ganze verarzten zu diesem Term. Für s gegen 0 kriegen wir diesen Term und wir wollen 1 über d an der Stelle 0 muss kleiner 0,1 sein. Okay. Sprich, wir müssen d an der Stelle 0 wählen, größer als 10. Natürlich könnten wir jetzt auch wieder Integrator einbauen, aber es würde uns genügen, wenn d an der Stelle 0 größer ist als 10 für unsere Spezifikation. Okay, also das ist wirklich dieses Beispiel hier. Jemand gibt Ihnen diese Spezifikation und Sie rechnen daraus, was muss d an der Stelle 0 sein. Okay, egal welchen Regler Sie designen, es sollte diese Eigenschaft haben. Jetzt haben wir noch diesen blöden Overshoot. Overshoot kann ich jetzt nicht direkt in den Bodyplot packen. Jetzt haben wir in dem Fall Glück, dass ein System zweiter Ordnung und wir können ausrechnen, was ein Overshoot von 25% für die Phasenreserve bedeutet. Gehen wir mal ein paar Slides zurück. Hier. Wir wollen einen Overshoot haben, kleiner als 25%. Das entspricht Pi mal Daumen einer Phasenreserve von mehr als 45 Grad. Okay. Also sprich, wir tun die Overshoot-Spezifikation umrechnen in die Phasenreserve, weil das ist, mit dem wir arbeiten können. Sprich, wir wollen eine Phasenreserve von mehr als 45 Grad haben. Okay. Jetzt wähle ich dazu, um das zu realisieren, ein Lead-Element. Wie funktioniert das? Ein Lead-Element, wie Sie wissen, hebt die Phase lokal an. Sprich, wir brauchen irgendwas, was aus diesem Frequenzgang diesen hier macht. Lead-Elemente tun nicht nur die Phase anheben, sie ändern auch den Amplitudengang. Sprich, die Amplitude wird nach rechts verschoben. Nämlich um den Faktor k über Alpha im Extremfall. Sprich, wir brauchen nicht nur extra 45 Grad Phase, sondern wählen wir ein bisschen mehr, wählen wir mal ein Phi-Max für extra 40 Grad Phase in dem Fall. Okay? Entschuldigung, wir brauchen insgesamt 45 Grad Phase-Margin. Wir haben leider nur ein Phase-Margin von 20 Grad, jetzt brauchen wir ein extra 25 Grad. Stellen wir mal safe und machen ein Phase-Margin von 40 Grad. 40 Grad, können wir zu früh gehen in die Tabelle, es entspricht ungefähr einem Alpha von 1/5. Sprich, wir wissen das Alpha von Solid Element. Und wie wählen wir jetzt das T? Hier ist es schön probieren. Was immer probieren heißt. Ich zeige Ihnen, was probieren heißt in ein paar Slides. Aber zum Beispiel, wenn wir das T 1/2 wählen, kommen wir auf diesen schönen Plot hier, der den gewünschten Phase Margin hat und die gewünschte stationäre Abweichung. Okay. Das zeige ich Ihnen nicht. Ich möchte Ihnen mal zeigen, wie funktioniert das Probieren. Oder ich zeige Ihnen, wie ich probiere. Und zwar, ich könnte mir jetzt ewig rumdrehen an den Schrauben, T ausrechnen, Bodyplot berechnen. Gott sei Dank hat MATLAB das für uns automatisiert und wir können direkt im Bodyplot rumschieben. Vielleicht kennen Sie, haben Sie schon mit CESO-Tool gearbeitet? Teilweise? Okay. Schauen wir mal, es funktioniert. Also das hier wäre die Übertragungsfunktion unseres Gleichstrommotors. Jetzt gibt es diesen schönen Befehl CESO-Tool.
Was macht dieses Tool? Dieses Tool ist im Prinzip ein grafisches Design-Tool, das Ihnen wirklich erlaubt, mehr oder weniger mit diesem Bild hier zu arbeiten. Das Ihnen erlaubt, wirklich grafisch den Plot so rumzuschieben, gewisse Spezifikationen zu kriegen und dann daraus P und D berechnet. Zum Beispiel. Okay. Schauen wir uns mal nur an den Bodeplot. Okay. Das wäre der Bodeplot unseres Systems. Jetzt tun wir mal hinzufügen ein Lead-Element. Sprich, die Architektur unseres Reglers schaut so aus, wir können jetzt dieses C designen. Jetzt wollen wir in C ein Lead-Element hinzufügen. Also add poll 0, add lead. Okay, das ist irgendwie parametrisiert. Und jetzt kann ich hier Folgendes machen. Ich kann dieses Lead-Element hier rumschieben. Ich könnte jetzt den Bodeplot verschieben, nach oben oder unten. Ich könnte auch die Phase hier verschieben. Und wie Sie sehen, gehe ich dann hier im Prinzip die Reglerparameter raus. Okay? Sprich, Sie können mit diesem Design-Tool wirklich Ihren Bodeplot hin und her verschieben. Diese X und Kreise sagt Ihnen, was Sie ändern. Und Sie kriegen dann die Parameter raus. Sprich, MATLAB erlaubt Ihnen wirklich grafisch zu denken, was ich auch sehr empfehle. Sprich, Sie denken in diesen Blöcken, Sie wissen, was Ihre Specs sind. Und dann entsprechend verschieben Sie Ihren Bodeplot. Zum Beispiel, ich verschiebe einfach nur die Amplitude rauf runter. Wie Sie wissen, alles, was sich ändern sollte, ist im Prinzip das K, was dieser Term ist. Ich tue es mal ein bisschen hochschieben und sehen, das K ist um einen Faktor 4 größer geworden. Umgekehrt könnte ich auch jetzt hier versuchen, meine Phase zu ändern. Oh, jetzt werde ich rausgeschmissen hier, die Zeit über Bord. Und damit ändert sich die Designparameter. Okay? Also sprich, dieses Tool erlaubt Ihnen wirklich so zu denken, in Spezifikationen, und daraus dann die P, I und D oder Phasenelemente zu berechnen. Also sprich, es ist ein bisschen schlauer als nur probieren. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Rumprobieren und guten Appetit. Danke.